Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Farbtopf, und ich begrüße euch zu einem neuen Tagesvlog. Und zwar habe ich am Sonntag ja gesagt, dass ich jetzt versuche, jeden Tag, soweit sich das zulässt, oder soweit sich das ergibt, einen Vlog zu machen. Jetzt in den letzten Tagen ist bei mir nichts Spannendes passiert, deswegen sind auch keine Vlogs gekommen. Das entschuldige dafür, das heißt entschuldigen, also dafür will ich mich, ja, doch in Teilart auch schon entschuldigen, aber wenn nichts Spannendes kommt, kann ich auch nicht spannendes filmen. Also deswegen ist das hier jetzt Vlog Nummer 1, das werde ich auch runterschreiben, Vlog Nummer 1, oder im Video schreiben, dass ich jetzt damit anfange, ich sag, so eine Art Wochenvlogs zu machen. Das habe ich Sonntag alles erklärt, im letzten Video. Und dann habe ich vergessen, erst wieder auf Video aufzunehmen, weil heute ist schon nicht Mittwoch. Heute ist schon ein anderer Tag, nach Mittwoch auf jeden Fall. Und heute lag bei mir im Briefkasten ein Paket. Und das werden wir jetzt hier natürlich gleich auspacken. Und ich bin sehr gespannt und hoffe, dass hier, ich muss natürlich hier meinen Namen überdecken, jetzt wisst ihr, wo ich wohne. Oh, so Leute. Also, ich habe das Ganze hier nicht bezahlt. Aber doch. Doch, okay. Tada! Hoffe mal, hab meinen Namen nicht gesehen. Hier, Leute, das war in meinem Paket drin. Und zwar ist das eine interne Festplatte. Und das, und zwar Festplattengehäuse, sozusagen. Achso, ich dachte gerade, das sieht so komisch aus. Die ist nur so auf Stoff gelegt. Und zwar hoffe ich zumindest, dass sie hier reinpasst in diese Festplatte. Oh Scheiße, das sieht ziemlich groß aus. Und wenn sie nicht reinpasst, ja gut, da habe ich halt ein Festplatten-Dings für die nächste Festplatte, die ich jemals in meinem Leben irgendwann haben werde. Wir gucken das Ganze mal. Und los geht's. Bin hier sehr gespannt, Leute, ob das passt, ey. Diese Festplattengehäuse war auch überhaupt nicht teuer. Für relativ billig, 10 Euro. Das ist eigentlich ein Verhältnis zu anderen Festplattenhäusern relativ billig. So, also, oh Gott. Und so sieht's aus. Wir haben hier einen süßen kleinen Schraubenzieher zu bekommen. Cool. Ja. Dann natürlich das USB-Kabel. Das gerade ein bisschen komisch, also ich. Zwei USB-Kabel sogar. Okay. Schrauben. Und natürlich. Ach, das ist eine Hülle. Ach, geil, Leute. Guck mal hier, Leute. Da lag sie drauf. Und ich denke mal. Also, hier kann man. Ich finde so. Kann man die da reintun? Das wäre echt cool. Ja, ich denke mal, die kann man da reintun. Und, ja, das ist eine 2,5 Starter Extra Case. Wir hoffen mal, dass sie da reinpasst. Ich glaube, Leute, ohne Witz, ich glaube, meine Festplatte ist zu klein dafür, wenn man hier mal guckt. Warte, so. Wenn man so mal guckt, ich glaube nicht, dass sie zu klein dafür sein wird. Aber, wobei passen, also von der Breite her passen würde sie. Wenn nicht, kann man hinten vielleicht noch auch ein bisschen was rein. Kann man hinten noch was reintun, ich krieg den auf. Okay, Leute, hier ist sie alles schon offen. So sieht das Ganze aus von innen, logischerweise. Und jetzt tut man das so daran, ne? Stimmt's? Ja. Ja, sieht gut aus, Leute. Ja, warte mal kurz. Genau, wartet. Tada! Also das würde schon mal auf jeden Fall passen. Das sieht schon mal gut aus. Das ist natürlich nur noch die Frage, ob das passt. Also reinpassen tut sie auch, klar, aber. So, Leute. Reinpassen tut sie auch, ja, keine Frage. Und die ist drin. Aber ich denke mal, dass hier unten noch ein bisschen Spielraum ist. Aber sobald sie da drin hängt, ist ja, ist auch nicht schlecht. Und jetzt könnte man, glaube ich, wieder, kann ich wieder aufnehmen. Jetzt habe ich eine zweite interne Festplatte, Leute. Und das heißt für euch, dass ich vielleicht wieder mit Videos aufnehmen kann. Weil ich die restlichen Sachen auf meinem PC habe, die ich dann hier auf diese interne Festplatte. Na? Interne Festplatte speichere. Die dann ja, tada, hier jetzt super schön stark, verdammt, dass sie übrigens verbunden ist.
Ja, sieht gut aus. Und das war es eigentlich, weil ich wollte eigentlich für euch in den Garten gehen und noch was aufnehmen. Das werde ich aber morgen machen. Und da habe ich euch heute auch die ganze Zeit aufs Paket gewartet, weil es wurde mir gesagt, dass es irgendwann ankommen sollte in den nächsten Tagen. Und dass es so schnell kommt, die habe ich, glaube ich, gestern bestellt oder vorgestern. Gestern. Dass es heute schon ankommt, ist Wahnsinn. Und testen wir jetzt mal aus und ihr werdet es dann sehen, wenn vielleicht noch ein Display oder so kommt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. vielen Dank und ich werde dir das Ganze jetzt zuschrauben und dann testen. Aber stark, habe ich wieder eine zweite Festplatte. Ist gut, Leute. Ja, und ganz zur Nebensache, ich war auch noch beim Friseur, deswegen habe ich eine Cappy auf, weil meine Frisur momentan ein bisschen bearscht ist, ein bisschen kurz geworden ist. Und naja, auf jeden Fall, das soll sein, ein Paket von Amazon erhalten. Danke dafür. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, vielleicht sogar morgen schon, wenn ich schaffe, was aufzunehmen. Also, haut rein. Ciao.